Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit dem Anschluss einer Steckdose für einen F-Stecker, also für Koaxialkabel und für LAN-Kabel. Ich kann also hier einen Fernseher für, in meinem Fall für Satellitenanschluss betreiben und daneben ein LAN-Kabel anklemmen. Ein sogenanntes Verlegekabel mit festen Adern wird also hier von hinten eingeführt und hier vorne gehe ich dann natürlich mit dem flexiblen Kabel wieder ran. Zum Lieferumfang gehören ein Beschriftungsschildchen, ein Fenster, der sogenannte Sortierer, darauf gehe ich noch ein, zwei Schräubchen, mit denen letztlich später die eigentliche Steckdose im hier Aufputzgehäuse befestigt wird. Eine sogenannte 180 Grad Schirmschelle, das ist die, und ein Kabelbinder, der auch noch benötigt wird zum Schluss. Zunächst sollte man einmal den Einsatz herausnehmen und vor allem die beiden Einsätze lösen, denn man kann das Ganze nur dann anklemmen, zumindest für das LAN-Kabel, wenn man dieses Modul hier rausgelöst hat. Auch für den F-Stecker ist das sicherlich vorteilhaft. Eingesteckt werden die von hinten, sodass man also zunächst diese beiden Module auf die Kabel bringen kann und das Ganze dann später hier einklipst. Ich werde hier in diesem Video nur das Anklemmen für das LAN-Kabel, für das Verlegekabel näher erläutern. Für den F-Stecker erläutere ich das nicht. Letztlich muss ich hier nur ein Koaxialkabel mit einem F-Stecker von hinten aufdrehen. Das Heraustrennen dieser beiden Module geht dadurch, dass ich hier einfach die Nase nach hinten schiebe und die Module fallen raus. Und man sieht hier schon, dass die später auch von hinten wieder eingesteckt werden können. Das heißt, man montiert nun erst dieses Teil auf das Kabel, auch dieses Teil. Man kann es später hier wieder einstecken, indem man hier den Riegel einbringt, hier vorne. Und dann von hinten einfach Druck ausübt, sodass dann eben diese Kunststoffnase hier vorne, na, ganz so einfach ist es nicht, wieder einklemmt. So, jetzt sitzt es wieder. Auslösen, ganz einfach. Auf diese Weise ist es wieder raus. Ich werde nun zeigen, wie man das Kabel aufzulegen hat, mit Hilfe dieses Sortierers, bei dem die Farbkodierung für TIA 568A und für TIA 568B aufgezeichnet ist. Wir sehen das hier oben mit B beschriftet, das ist dieser Farbcode, hier unten mit A beschriftet, das ist dieser Farbcode. Je nachdem, ob ich nun also nach B oder A auflege, muss ich die Farben entsprechend wählen. Das will ich hier schon kurz erklären. Die orange Leitung gehört also, wenn ich mit B kodiere hierhin und die orange-weiße Leitung gehört hierhin. Wenn ich mit A kodiere, wird es hier die grüne Leitung sein, die ich anklemmen muss und hier die grün-weiße Leitung. An dieses Schema muss man sich unbedingt halten. Man kann im Grunde zwischen A und B frei wählen. Wichtig ist jedoch, dass das Kabel am anderen Ende nach dem gleichen Code aufgelegt wird. Hier sehen wir nun das Einsteckenmodul für das Verlegekabel von hinten. Recht klobig, damit die Abschirmung gut funktioniert. Hier werden später die einzelnen Adern eingeklemmt. Das geschieht dadurch, dass man die Kabel in diesem sogenannten Sortierer in der richtigen Farbfolge auflegt und später in Pfeilrichtung, hier kann man das erkennen, hier ist ein Pfeil aufgetragen, hier raufsetzt, da reinklemmt und dann das Ganze ordentlich andrückt und schließlich verschließt. Zum Auflegen auf den Sortierer muss nun das Verlegekabel 4 cm lang von der äußeren Isolation befreit werden. Anschließend sollen die einzelnen Abschirmungen der Paare zurückgelegt werden, also nach hinten hin aufgelegt werden, denn die müssen ja später auf dem Stecker hier noch verfügbar sein, damit die Abschirmung funktioniert. Ich kann also hier paarweise nun
die Folie abziehen und nach hinten klappen. Nun kann ich die vier Adernpaare von hinten in den Sortierer einführen. Ja, ist ein bisschen fummelig. So muss das Ganze bis über die Abschirmung und den Kunststoffmantel schieben. Und nun muss ich natürlich darauf achten, dass ich entweder nach TIA 568B oder nach TIA 568A diese Leitung auf diese entsprechenden Klemmen setze. Man muss sich hier streng an diese Schemata halten, sonst funktionieren die Abschirmung dieser Leitung nicht oder das Kabel funktioniert überhaupt nicht, wenn man sich völlig verklemmt hat. Wichtig ist dabei, dass das Kabel an beiden Enden nach der gleichen Norm aufgelegt wird. Ich kann mich also im Grunde frei entscheiden, ob ich nach B oder A installiere, aber an beiden Enden muss das Kabel gleich aufgelegt sein. Möchte ich nun nach B installieren, so bedeutet das, dass hier an dieser Stelle die weiße Leitung einzuführen ist, die zu der blauen gehört. Also zu der blauen Leitung gehört diese weiße, das erkenne ich hieran, blau-weiß. Und die blaue Leitung selbst ist hier in diesen Schlitz einzuführen. Ich lege nun nach TIA 568B auf, das heißt die weiße Ader, die zur blauen gehört, werde ich hier einklemmen. Und zwar sieht man, die Ader muss nun einfach von hier aus durch diese beiden Schlitze geführt werden. Die blaue Adern durch diese beiden Schlitze. Sie müssen nicht abisoliert werden. Ich kann die also nun aufdrehen, die Verdrillung trennen und ziehe nun die weiße Ader einfach durch diese beiden Schlitze. Drücke sie rein. Die blaue Ader kommt hier durch. Und so lege ich nun nach dem Muster B alle weiteren Pärchen auf. Jetzt müssen laut Anleitung diese Adern einfach bündig abgeschnitten werden. Sind nun die einzelnen Adern entsprechend des Codes hier genau bündig aufgelegt, so kann ich den Sortierer auf diese Klammern setzen und zwar in Pfeilrichtung. Wir sehen hier Pfeile und auch hier sind Pfeile angebracht. Das heißt, ich muss das Ganze nun so hier aufsetzen und etwas andrücken. Und durch das Verschließen der Kappen, so steht es in der Anleitung, wird nun kontaktiert. Damit ist das Kabel aufgebracht. Dabei muss ich darauf achten, dass hier die Metallklammern wirklich einrasten. Schließlich muss ich nun noch die Schirmschelle aufbringen, sodass der Schirm wirklich eingeklemmt wird. Das Ganze lässt sich hier in eine vorgefertigte Schiene hineinschieben, es festzudrücken. Und schließlich mit dem Kabelbinder soll das Ganze nun so angezogen werden, dass die Schirmschelle hält und das Ganze zugentlastet wird. Und schließlich kann ich dann natürlich noch hier die überstehende Abschirmung abschneiden. Ist das soweit geschehen, natürlich innerhalb dieser Dose und ist auch der F-Stecker entsprechend angebracht, so kann ich dann später den Deckel wieder montieren und habe Zugang zu dieser LAN-Steckdose.